möchten wir, wenn jetzt auch so das Thema mentale Begleitung herbringen, weil das natürlich ein Teil davon ist. Also wir wollen Ihnen einfach einen kurzen Denkanstoß mitgeben, was braucht es denn dazu in einem Unternehmen und wie kann ich denn das angehen? Ich habe in der Liste gelesen, dass einfach viele Unternehmerinnen, viele im Dienstleistungsbereich tätig sind. Wir auch, wir kennen das. Und wenn ich in der Dienstleistung tätig bin, brauche ich auch viel Energie und Kraft, weil unmittelbar an der Arbeit mit Menschen, ja, habe ich es ja auch immer damit zu tun, dass ich guten Service bitte, exzellente Dienstleistung bitte und vieles, vieles mehr. Das ist mir völlig bewusst, das ist bei uns nicht anders. Das kennen wir auch. Und genau da fängt es nämlich an, ja, dass ich im Grunde genommen auch hier, ja, für mich selber auch diese sinn- und werteorientierte Haltung brauche, also welchen Sinn macht für mich Veränderung im Sinne von Wohlbefinden. Und das ist auch ein Thema, an das wir hier herangehen wollen. Ja. Und ich möchte gleich so direkt aus der Praxis starten, weil wir ja viel in den Betrieben arbeiten. Wir arbeiten viel mit Menschen in Betrieben und da geht es auch darum, und ich möchte dann auch mal das aufgreifen, was heute in der Früh zur Diskussion geworden ist. Also wir dürfen mit Unternehmern arbeiten und Unternehmen, die sehr wohl schon in diese Maßnahmen investieren. Also die investieren auch in gesundheitsfördernde Maßnahmen in Menschen und denen ist es auch bewusst, ja, dass Lebensqualität, Wohlfühlen, gesundheitsfördernde Maßnahmen in einem Betrieb sehr wohl Sinn machen. Für mich selber und für meine Mitarbeiter. So, jetzt haben wir ja gut gesehen, das ist jetzt eine Messung von einem Unternehmer, den wir auch gerade begleiten. Der eröffnet einen neuen Betrieb im Dezember. Sie können sich vorstellen, dass er richtig viel Arbeit hat. Ja, also extrem ist er auch Druck ausgesetzt. Und wie wir hier erkennen können, das sind die sogenannten Sinusregeln, um das auch ein bisschen näher zu bringen. Und die sind dann sehr unrhythmisch. Und im Grunde genommen entsteht ja Stress oder Stressauslöser. Jeder von uns im Raum kennt diese Stressauslöser. Ich persönlich kenne es sehr gut aus persönlichen Krisen in meinem Leben, beziehungsweise als Mutter von einer pubertierenden Tochter. Und da ist man schon manchmal damit konfrontiert, dass man Wut empfindet oder Ärger oder sauer ist oder der Koch fällt mir aus, drei Wochen ist so penisch. Ja, was tue ich denn jetzt? Ja, also das sind ja alle Situationen, die wir kennen, nur in der mentalen Begleitung geht es dann eher darum, dass ich lernen kann für mich, ja, wie zum Beispiel hier, diese Herzfrequenzvariabilität, die hier sichtbar ist, ja, die sagt mir ja nichts anderes und das ist das, was es messbar macht für mich selber, weil ich mich lernen kann, selber zu regulieren. Ja. Und das zeigt mir im Grunde genommen diese Veränderung, ja, zwischen den einzelnen Herzschlägen. Ja. Und wenn diese Interaktion ineinander, und da spreche ich jetzt das Herz an, ja, das ist für mich so der Atem hier und der Kopf, das Hirn, die Seinschein. Und wenn die zwei miteinander nicht kennen, ja, oder aus irgendeinem Grund nicht funktionieren oder nicht interagieren und kooperieren, dann kommt genau sowas aus. Ja. Und bei dieser Person kann man auch sehen, dass dieser innere Kohärenzzustand sehr hoch war mit 59 bemessen. Was haben wir gemacht? Wir sind natürlich sofort durch mögliche, so jetzt mal mentale Techniken, da gibt es ja viele davon natürlich, das wird aber Silvia ganz näher bringen, aber das ist eine Technik, wo ich lernen kann, mich selber mental zu regulieren. Und ich finde einfach, das tut uns gut, ja, weil wenn wir emotional gefühlt, ja, einfach mit einem guten Zustand reingehen, dann sind wir nicht nur vitaler, nicht nur leistungsfähiger, sondern wir sind auch in der Herangehensweise, wenn es darum geht, in der Stresssituation schwierige Lösungen zu finden, gerade als Unternehmer gefordert, kreativ zu sein. Und dazu brauchen wir auch auf einer energetischen Ebene Energie dazu. Wir haben ja heute schon sehr viel gehört über den Zusammenhang zwischen ja,
Unternehmen im Grunde genommen, wie gehen wir den Herausforderungen heran? China hat bereits darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, auch Organisationen damit einzubeziehen. Und während wir auf der anderen Seite mit den Menschen arbeiten, die von Burnout betroffen sind, gibt es natürlich auch bei den Betrieben dementsprechende Handlungsoptionen. Ich möchte damit kurz aufgreifen, was Sie gesagt haben. Wir erleben oder wir sind damit konfrontiert aktuell in Betrieben, dass wir eine Veränderung am Arbeitsmarkt haben. Neben den demografischen Auseinandersetzungen und Veränderungen gibt es natürlich auch dementsprechend prinzipielle Verhaltensänderungen, Einstellungsänderungen der Mitarbeiter. Mitarbeiter achten darauf, in einer Work-Life-Balance zu bleiben. Sie sind nicht mehr bereit, um jeden Preis Karriere zu machen. Was führt dazu? Wir sind gezwungen, vielleicht Mitarbeiter in Positionen zu heben, die dieser Position gar nicht gewachsen sind zum aktuellen Stand. Vielleicht sind sie noch zu jung, vielleicht sind sie zu unerfahren, was auch immer. Sie kompensieren das, indem sie mehr Leistung bringen. Mehr Leistung heißt, mehr Zeit im Betrieb zu stehen, weniger Zeit für Freizeiterholung zu haben. Das wirkt sich direkt auf den einzelnen Mitarbeiter aus, aber was noch wesentlich ist aus Betriebsseite, es wirkt sich auf ein ganzes Team aus. Das heißt, diese Mitarbeiter treffen teilweise falsche Entscheidungen. Unternehmen können sich nicht weiterentwickeln. Das ist eine grundsätzliche Voraussetzung, das haben viele Unternehmer bereits erkannt. Wir arbeiten in diese Richtung auch bereits im Unternehmer. Was ist der Schluss aus dem Ganzen? Wir brauchen, wie bereits eingehend gesagt, dementsprechende organisationsbezogene Konzepte. Das heißt, Unternehmen sollten sich überlegen, wie gehen wir mit dieser Situation denn um? Was tun wir denn? Welche Verantwortung haben wir in diesem Bereich auch? Nicht nur unternehmensbezogene Konzepte benötigen, wir brauchen auch Konzepte für Mitarbeiter im Unternehmen. Wie schaffen wir denn die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter mit den aktuellen Herausforderungen umgehen kann? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir brauchen aber auch professionelle Anbieter. Wir brauchen Experten, die dementsprechend das Know-how ins Unternehmen tragen. Sie haben es bereits erwähnt, Sie haben sich in einer größeren Dimension bewegt, als das wir normalerweise machen. Also wenn wir Betriebe anschauen, ab 100, 200 Mitarbeiter, die sagen, ich kann das nicht umsetzen. Wieso ist denn dann am Jahr vor Ort mit 15, 25 Mitarbeiter gehen? Große Betriebe leisten sich vielleicht eine Human Resource Abteilung, das heißt aber noch nicht, dass sie automatisch in präventive Maßnahmen investieren. Externe, es gibt keine Standards, es gibt noch keine Möglichkeiten, hier auch dementsprechend auf Tools oder auf Experten zuzugreifen. Also da wäre natürlich auch ein großer Handlungsbedarf hier zu sehen. Wir möchten ein kurzes Beispiel, Vanille hat also schon auf der Hand eines Mitarbeiters geben. Wir arbeiten aktuell sehr stark in dem Bereich, vor allem arbeiten wir im Dienstleistungsbereich mit einem Hotel, mehreren Hotels zusammen. Diese Hotels wollen sich als zukunftsorientierte Arbeitgeber positionieren. Das heißt, sie haben erkannt, wir haben einen Mitarbeitermangel, wir müssen was tun, die demografische Veränderung findet statt. Hotellerie ist ein junges Gewerbe, eine junge Branche mit vielen jungen Mitarbeitern, das heißt, das ist auch darauf ausgerichtet. Hohe Anforderungen an Mitarbeiter, starke Spitzen, körperliche Belastung, psychische Belastung. Die Trennung von zu Hause, von Heim und Familie. Im Grunde genommen geht es darum, Konzepte im Unternehmen zu entwickeln, die nachhaltig Mitarbeiterbindung bringen. Das heißt, was kann ich machen, wie kann ich hier natürlich auch vorbeugend agieren im Sinne von Stressreduktion, Burnout-Prophylaxe etc. Kleine Betriebe werden häufig darauf zugegriffen, externe Berater hier hereinzuholen und die Maßnahmen zu implementieren. Aktueller Anlass, ich sage, wir waren in einem Betrieb oder sind aktuell in einem Projekt drinnen. Was machen wir nach der Sieben? Wir machen erst einmal Befragung. Sie fragen einmal, was ist der Status quo? Es gab eine Mitarbeiterbefragung, die die prinzipielle Arbeitszufriedenheit herausfiltern sollte und das Unternehmen hat festgestellt, weil es die Befragung ergab, dass die Arbeitszufriedenheit sehr hoch ist. Das Unternehmen hat sich sehr gefreut, juhu, wir haben eine hohe Arbeitszufriedenheit. Gleichzeitig hat sich aber herausgestellt in dieser ersten Arbeitsrunde, dass wir eine Mitarbeiterin in einem Team haben, die leitet dieses Team. Und
die heute im Rahmen dieses Gesprächs das erste Mal offen bekannt vor ihren Chefleuten: Eigentlich bin ich in meiner Position überfordert. Was macht sie? Sie geht her und übernimmt Dienste von ihren Mitarbeiterinnen, damit die freigehen können, und arbeitet selbst 7 Tage die Woche. Und hat das aber noch nie in dieser Deutlichkeit gesagt. Noch einmal, das, vielleicht noch mal zurückzukommen, was es braucht, ist auf der Organisationsebene natürlich ganz klare Zielsetzungen, was ist auch die Erwartung an den Mitarbeiter, was will ich erreichen, was musst du auf welchen Beitrag musst du auch leisten als Mitarbeiter, ich greife das dann natürlich auch zu mir auf, ich muss mich auch als Mitarbeiter verändern, damit sozusagen Veränderungen in meinem Umfeld stattfinden. Und das ist also auch etwas, was wir aus der Praxis kennen. Wir haben diesbezüglich auch Erfahrung, wenn Mitarbeiter aus den Firmen auch wieder zurück in den Betrieb kommen. Da gibt es nämlich auch ganz große Reibungsflächen, weil der Mitarbeiter zwar gelernt hat, sich zu verändern, aber der Betrieb leichter damit umgehen kann. Also da gibt es auch aktuell ganz schwierige Situationen, die wir bereits erlebt haben. Das ist die Seite der Anbieter. Aber die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings auch noch einmal, um das jetzt nochmal von Herrn Hasler zu verdichten, es braucht auch noch zusätzlich leichte Zugänge zu Gesamtangeboten. Und da wird natürlich auch ein Fußballspar wieder ein Ort des interdisziplinären Angebots. Mir ist es, glaube ich, auch wichtig für alle, die hier drinnen sitzen und ein Hotel betreiben, ein Spa betreiben oder eine ähnliche Einrichtung, sich zu überlegen, wie kann ich denn ganzheitliche Konzepte in meinem Betrieb auch implementieren. Weil ich komme aus der medizinischen Seite, aus der physiotherapeutischen Seite und überlege, wie kann ich denn den Bogen spannen, denn die körperliche Behandlung der Symptome ist die eine Seite. Was es braucht, sozusagen die Lösungsorientierung, die man nur in der Persönlichkeitsentwicklung schaffen kann. Hier braucht es einfach sehr innovative und sehr kreative Ansätze, Massage-Pro etc., die dienen so mit der Nachhaltigkeit und auch an Bedeutung. Was wesentlich ist, ist, dass wir keine Trends einfach nur hinterherlaufen, dass wir unseren eigenen Stil leben entwickeln, dass wir hier darauf achten, weniger anzubieten, sehr gesamte und sehr stimmige Konzepte anzubieten und dass wir dabei auf Qualität achten. Qualität ist ein Grundsatz, wenn wir mit Menschen arbeiten, und erfordert höchste Professionalität. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und lasse Sie in der Mittagspause.